Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute möchte ich mich der Frage widmen, welcher Rasensprenger, welcher Typ ist für meine neue Rasenbewässerungsanlage besser geeignet? Zum Vergleich stehen der Getrieberegner I20 und der MP-Rotator, beide aus dem Hause Hunter. Den Getrieberegner Hunter I20 habe ich bereits mehrfach verbaut mit verschiedenen Düsen. Alles in meiner bestehenden Rasenbewässerungsanlage, den MP-Rotator hingegen noch nicht. Wenn ihr also genauso neugierig auf das Ergebnis seid wie ich, dann schaut euch dieses Video an. Gleich geht's los! Hier im Bild seht ihr einen Teil meiner bereits verbauten Bewässerungsanlage. Nach mehreren Umbauten besteht die Anlage auf diesen Flächen aus insgesamt 6 Beregnungskreisen mit 18 Hunter I20 Getrieberegnern. Wie ihr aus meinen anderen Videos bereits wisst, plane ich aktuell die Erweiterung meiner bestehenden Rasenbewässerungsanlage auf ein weiteres Teilstück. Hierfür wollte ich ursprünglich ebenfalls den Hunter I20 einsetzen. Allerdings habe ich häufig eure Kommentare zum MP-Rotator gelesen. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und nun möchte ich dieses Teil, diesen Regner, einfach mal ausprobieren. Hierzu habe ich eine besondere Konstruktion gebaut, um das Ganze einfach mal nebeneinander laufen zu lassen und zu schauen, wo sind die Unterschiede. Doch bevor ich diese Konstruktion in Gang setze und mir das Highlife anschaue, werde ich mir beide Regner nochmal aus der Nähe ansehen. Hier rechts im Bild seht ihr den Hunter I20, den ich nun bereits mehrfach verbaut habe. Der Sprenger hat eine Gesamthöhe von ungefähr 20 cm und der Aufsteiger kommt weitere 10 cm aus der Erde empor. Der Anschluss erfolgt auf der Unterseite über ein 3/4 Zoll Innengewinde. Der Sprenger wird bündig mit der Grasnarbe eingebaut und nur dieser Bereich hier oben schaut dann aus der Erde heraus. Für den Anschluss empfehle ich euch den Zwingjoint. Dieses flexible Endstück, ebenfalls von Hunter, besitzt auf beiden Seiten ein 3/4 Zoll Außengewinde, passt also problemlos unten rein. Um ein optimales Wurfergebnis zu erzielen, sind die Düsen austauschbar. Im Lieferumfang inklusive sind die grauen und die blauen mit der entsprechenden Beschriftung. Warum, weshalb und wie das Ganze funktioniert, findet ihr in meinem Video zur Planung einer Bewässerungsanlage. Ich persönlich nutze zusätzlich auf meinen kleineren Rasenflächen noch die schwarzen Kurzstrahlerdüsen, denn diese Düsen haben dort ein besseres Wurfergebnis. Um alle Funktionen optimal nutzen zu können und den Sprenger auch entsprechend oben auf der Einstellfunktionsseite bedienen zu können, benötigt ihr zwingend den Hunter-Einstellschlüssel. Der muss immer separat bestellt werden, da er nicht inklusive ist. Mit diesem Schlüssel könnt ihr den Winkel einstellen und den Wasserdurchlauf. Gleichzeitig besteht mit diesem Schlüssel die Möglichkeit, auch die Düsen auszutauschen, die ihr hier seht. Links im Bild seht ihr den MP-Rotator bzw. das Gehäuse für diesen. Denn beim MP-Rotator erwerbt ihr letztendlich einfach nur eine entsprechende Düse, die in ein spezielles Gehäuse eingebaut werden muss. Dies ist der MP2000 90210. Diese Düse wird in dieses Gehäuse eingebaut und kann den Bereich von 90 bis maximal 210 Grad besprengen. Das Gehäuse selber, es handelt sich um das Modell PROS 04 PAS 40-CV, hat einen eingebauten Druckminderer. Der Druck wird hier konstant auf 2,8 bar gehalten, egal wie hoch die Eingangsleistung ist. Der Eingang selber befindet sich hier ebenfalls auf der Unterseite, allerdings mit einem Halbzollgewinde. Das heißt, wenn ich diesen Sprenger gegen diesen austauschen müsste, muss ich auch die entsprechenden Verbinder wechseln, denn das passt nicht. Auch beim Anschluss des Swingjoint müsst ihr aufpassen, denn die meisten Leitungen sind in 3/4 Zoll Format verlegt, aber der Anschluss darf eben nur Halbzoll sein. Aber auch dafür gibt es eine Variante mit Halbzoll Außengewinde auf 3/4 Zoll Außengewinde. Um die Düsen einbauen bzw. auch justieren zu können, benötigt ihr bei diesem Modell ebenfalls einen speziellen Schlüssel. Dieser Einstellschlüssel muss auch hier separat
bestellt werden, da er nicht im Lieferumfang inklusive ist. Über den Ring mit den Zahnrädchen wird der Winkel eingestellt und über diesen kleinen Schraubendreher auf der Oberseite der Wasserfluss bzw. die Wurfweite. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Modellen ist, dass der Hunter i20 im Bereich von 40 Grad bis 360 Grad den Rasen besprengen kann. Beim MP-Rotator ist das nicht ganz so einfach, denn hier wird der Winkel vorab schon mit der entsprechenden Düse festgelegt. Ich habe hier die Düse 90-210, es gibt aber noch weitere Düsen 210 bis 270 Grad und den Vollkreis. Spezielle Ausführungen sind für Kurven bzw. lange, schmale Grundstücke gedacht, die gibt es ebenfalls, die sogenannten Corner-Modelle. In jedem Fall benötigt ihr für die Einstellung die entsprechenden Schlüssel. Ohne diese geht nichts. Die technischen Spezifikationen und Einstellungen als auch sämtliche Produktlinks zum Nachbauen stelle ich euch unterhalb des Videos mit ein. An dieser Stelle möchte ich nur auf den Wasserverbrauch verweisen, denn der wird für mein Experiment entscheidend sein. Der Rotator, der in diesem Gehäuse automatisch auf 2,8 bar den Wasserdruck reduziert, hat einen Wasserdurchfluss von 1,6 Litern in der Minute bzw. eine Beregnungskapazität von 11 mm in der Stunde. Der i20 bringt dagegen 8 Liter die Minute aus, das Ganze bei 3,5 bis 4 bar Wasserdruck. Auf den Oberflächen landen davon 13 mm bei einer Beregnungseinstellung von 180 Grad. Das heißt, in dem Zusammenhang wird dieser Regner auf jeden Fall mehr Zeit benötigen, um die gleiche Wassermenge auszuwerfen. Für meinen Test habe ich aus einem Gabionkorb eine Halterung gebaut und beide Sprenger mit Kabelbindern hieran befestigt. Die Anschlüsse habe ich hier einfach über eine Schnellkupplung von Gardena hergestellt. Die beiden Schläuche enden in einem Y-Stück, von wo aus ich das Ganze einfach mit dem Wasserschlauch betreiben werde. Beide Sprenger sind ausgerichtet. Bevor ich mich mit dem Wurfbild näher befasse, habe ich einen kleinen Testparcours aufgebaut. Im Abstand von jeweils 1 Meter habe ich kleine Schälchen aufgestellt, um zu messen, wie hoch der Wasserertrag tatsächlich ist. Nun können wir starten. Wassermarsch! Der Test läuft. Der E20 wirft das Wasser kräftig aus. Der Strahl ist satt und die Niederschlagsrate offensichtlich sehr hoch. Der MP-Rotator mit seinem ganz anderen Wurfbild erzeugt kleinere Strahlen. Und inwiefern die Sättigungsrate am Boden besteht, kann ich mit bloßem Auge gar nicht erkennen. Heute ist es etwas windig. Beim MP-Rotator ist die Nebelbildung doch höher als beim i20, aber noch im erträglichen Maß. Ich werde die Anlage nun eine Zeit lang laufen lassen und anschließend das Ergebnis meines Testparcours auswerten. Mein Testaufbau lief nun 15 Minuten. Zeit für einen Vergleich. Zu meinem Erstaunen muss ich feststellen, dass die Wassermengen gar nicht so verschieden sind, wie ich das erwartet hätte. Ihr seht hier meine Testreihe des MP-Rotators. Die Schüsseln sind vom Boden her bedeckt. Selbst in der letzten Schüssel ist noch Wasser enthalten. Die Wassermengen in den Schüsseln für den i20 sind höher, aber nicht viel. Auffällig ist, dass speziell in den äußeren Bereichen doch ein Unterschied bemerkbar ist.
nach 3 Metern, 4 Metern und 5 Metern. Mit einer Anpassung der Bewässerungszeit sollte das Ergebnis nahezu identisch sein. Doch wo liegt nun der Vorteil des MP-Rotators? Nun, wenn ich jetzt einfach über diesen Rasen laufe, hört ihr gegebenenfalls das Flatschen meiner Füße. Der Rasen ist kräftig durchnässt. Es hat die letzten Wochen auch stark geregnet, aber insgesamt kein Matsch und ähnliches. Der I20 wirft deutlich mehr Wasser aus. Das macht sich auch bemerkbar. Der Boden ist stark durchnässt. Das Laufen auf dem Rasen ist deutlich hörbar. Das Risiko, dass der Rasen ersäuft, ist mit dem I20 höher als beim MP-Rotator. Das Verdunstungsrisiko beim I20 ist deutlich höher. Das Wasser kann gar nicht so schnell eindringen, wie es vorher verdunstet. Der Auswurf des Rotators ist etwas weniger und gleichmäßiger, aber er gibt dem Rasen auch die Zeit, das Wasser aufzunehmen. Unterm Strich sollte sich daraus eine Ersparnis des Wasserverbrauchs ergeben. Das Experiment ist abgeschlossen und ich bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Sicherlich muss die Beregnungszeit etwas erhöht werden, um den gleichen Auswurf zu bekommen. Dafür verdunstet aber auch weniger Wasser und das Ganze ist insgesamt deutlich effektiver. Die Anschlussleistung kann auch deutlich niedriger sein, denn ich brauche nicht so viel Wasser wie beim I20. Es besteht somit die Möglichkeit, deutlich mehr Rotatorensprenger an einem Kreis unterzubekommen. Ich denke, dass ich mit diesen Rotatoren die gesamte neue Rasenfläche mit nur einem Kreis bewässern kann. Und genauso werde ich die Planung nun noch angehen. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video, denn an dieser Stelle ist Schluss für heute. Ich hoffe, die gezeigten Ergebnisse waren für euch genauso informativ wie für mich. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf und aktiviert die Bimmel. Nutzt die Kommentare unter dem Video zum Austausch mit mir. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!